Herr Professor Dr. Froböse, ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Und meine erste Frage als Einstieg: Was waren die ersten drei oder die drei Tätigkeiten, die Sie heute schon gemacht haben, um über 100 zu werden? Also erstmal habe ich das Fenster offen gemacht, habe dann tief durchgeatmet heute Morgen. Ich bin so gegen 6.30 Uhr aufgestanden und habe dann erstmal meine gymnastischen Übungen gemacht, was ich jeden Morgen mache. Das heißt, ich bewege mich jeden Morgen so die ersten 10 Minuten durch. Dann trinke ich ein großes Glas Wasser, lauwarm, so 0,3 ungefähr Liter, um dem Körper die Flüssigkeit der Nacht zurückzugeben. Und dann esse ich eben meine Spezialversion des Müslis, um dann meine Vitalität letztendlich aufzubauen und dem Körper das zu geben, was er benötigt für den Tag heute. Super. Ich habe gerade bei dem Wasser, ich habe mal gelesen oder gehört, dass man eben warmes Wasser morgens trinken sollte, damit eben weniger Energie verbraucht wird dabei. Gibt es da irgendwie also ist das lauwarm am besten oder kann das auch einfach heißen Tee sein? Also es kann natürlich auch ein heißer Tee sein, aber grundsätzlich ist das so, dass ich erstens lauwarm deswegen auch sage, damit es nicht kalt ist, denn in der Nacht ist der Körper ja möglichst klar dann auch geworden, gereinigt worden. Und wenn ich ein kaltes Wasser trinke, dann kann das schon mal gerade im Darmbereich zu ungewohnten und zu ungeliebten Überraschungen führen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich, dass auch kaltes Wasser oder kälteres Wasser immer aufgewärmt werden muss. Wir sind ja 36 bis 7 Grad, 37 Grad warm. Bis dahin muss das Wasser auch aufgebaut werden und das kostet Energie. Also insofern ist dieses lauwarme Wasser so handwarm genau die richtige Temperatur. Ohne viel Arbeit kann es dem Körper sofort helfen. Super. Das sind schon mal drei schnelle Tipps. Ich habe aber auch sowieso, als ich von Ihnen Interviews gesehen habe, jetzt auch im Vorfeld, Sie sind jemand, der unglaublich viel schnelle Infos geben kann. Das finde ich total klasse. Also ich glaube, da werden wir heute noch viel von hören. Das hat man eben schon gemerkt. Das auch klar. Ich möchte auf ein Hauptthema bei Ihrem neuen Buch, und zwar bei der Gesundheitsformel der 100-Jährigen, wo Sie letztendlich darüber schreiben, was die 7 Schlüsselfaktoren sind, damit man ein langes Leben haben kann. Mhm. Auf natürliche Weise. Und Sie schreiben gerade am Anfang über die sogenannten Blue Zones. Mögen Sie da vielleicht einmal noch mal kurz drauf eingehen für die Zuhörer? Ja. Also es gibt, und so habe ich das auch gemacht, es gibt seit vielen Jahrzehnten Regionen in der Welt, die relativ gut erforscht werden. Mhm. Und dort schaut man hin, warum leben dort eigentlich so viele 100-Jährige? Und wenn man das mal so auf der Weltkarte sich anschaut, dann sind das Regionen in der Welt, von denen man das gar nicht so unbedingt erwartet hat. Das sind nicht große Industrienationen. Nee, es ist in Japan, die Insel Okinawa natürlich, die kennt man vielleicht so aus dem Bereich der Okinawa-Diät. Aber in Kalifornien ist es zum Beispiel eine Baptistengemeinde in Loma Linda, wo sehr viele gläubige Menschen leben. Es ist in Sardinien eine Provinz Nuoro, wo sehr viel eben Hirten und Schafhirten noch leben. Das Hunzatal in Pakistan. Also es sind Regionen in der Welt, die sind deswegen blau, weil man irgendwann mal auf der Weltkarte sie mit einem blauen Kringel, weil er hat schon nur einen blauen Stift zur Verfügung, hat auf der Weltkarte einen blauen Kringel gezogen. Deswegen heißen die blauen Zonen. Diese Blue Zones sind eben die am besten erforschende Regionen weltweit, wenn es um Langlebigkeit von Menschen geht. Das hat dann aber anscheinend nichts mit der geografischen Lage zu tun, oder? Wenn die wirklich weltweit verteilt sind? Das ist ja auch das Schöne daran. Es hat also jede Region, jede Kultur oder jede auch Belastung in Anführungsstrichen, die durch die Umwelt resultiert, hat in letzter Form eine Möglichkeit, doch sich dort anzupassen. Und das sieht man bei den Menschen auch. Die haben sich der jeweiligen Kulturregion, der Höhe, des Wetters, der Wind, des Essens, haben die sich wunderbar angepasst und immer ihre Besonderheiten herausgearbeitet. Und das zeigt ja auch die schöne Dynamik, die wir Menschen so haben. Nein, wir haben natürlich Regionen in der Welt, die etwas belastender sind. Die Hitze in der Wüste oder die Kälte im Eskimo-Land beispielsweise. Aber in allen anderen moderaten Klimamöglichkeiten, und das ist das genau, die liegen alle so in der Mitte der Welt, so kann man es einigermaßen beschreiben, da gibt es moderates Klima, was uns einfach gut tut. Sehr schön. Ich habe bei den 7 Schlüsseln, ich kann sie mal einmal vorlesen, die wir haben. Das sind die fitten Muskeln, der effektive Stoffwechsel, gute Zellernährung, starkes Immunsystem, Regeneration und Entspannung, Glück, Zufriedenheit und Optimismus und die optimale Reinigung. Könnten Sie vielleicht für jeden dieser Punkte einmal so eine Art
Best Practice-Tipp, was man. Ja, das ist relativ leicht. Okay. Also fangen wir mal mit der Muskulatur an. Ja. Muskeln, da gibt es eine ganz einfache Botschaft: Nur was genutzt wird, entwickelt sich, was ungenutzt wird, das verkümmert. Okay. Muskeln haben ein Problem: use it or lose it. Wenn sie nicht gebraucht werden, sind sie weg. Mhm. Und da Muskeln das größte Stoffwechselorgan ist, heißt es für mich, also jeden Tag Muskeltraining betreiben, Kniebeugen, Bauchrücken, Liegestütze, dann bleiben die großen Muskeln erhalten. Die großen Muskeln deswegen, weil sie haben den größten Einfluss auf den Körper. Also jeden Tag Muskeltraining betreiben. Muskeln müssen brennen, damit sie wachsen und dann ist alles gut. Erste wichtige Botschaft. Ja. Die zweite Botschaft ist der fitte Stoffwechsel, der effektive Stoffwechsel. Damit kommen wir auch zu den Muskeln schon direkt rüber. Muskeln sind das größte Stoffwechselorgan. Und wenn ich wirklich etwas benötige, um meinen Stoffwechsel etwas Gutes zu tun, dann heißt das, ich brauche erstmal Muskulatur, weil Muskeln verbrennen auch in Ruhe Energie. Je mehr ich davon habe, umso mehr kann ich auch mir die Schokolade leisten, weil sie wird aufgefuttert. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich viele Kraftwerke brauche. Also ich brauche im Körper viele Brennöfen, die den Stoffwechsel aktivieren. Und das mache ich über Ausdauertraining. Also mach doch jeden Tag einen Spaziergang, fahr Fahrrad, geh walken, geh laufen, geh joggen in irgendeiner Form. Dann aktivierst du deinen Stoffwechsel und optimierst vor allem deine Brennöfen. Also erstmal jede Zellernährung. Also Entschuldigung, jede Art von Bewegung ist jede Art von jede Art von Ausdauertraining, aber vor allen Dingen das, was der Stoffwechsel nicht braucht, ist stundenlang inaktive Sitzen. Das merken wir ja alle. Wenn wir so eine Stunde gesessen haben, dann wird alles, wie wir in Köln sagen, so plümmerant. Ja, alles sackt so ab. Wir schaffen es doch gerade über Kaffee oder Schokolädchen und Gummibärchen unser Gehirn zu aktivieren, aber alles andere liegt im Koma. Und genau das ist, was der Stoffwechsel nicht braucht. Jede Art von Bewegung ist gut für den Stoffwechsel und insbesondere Ausdauertraining, weil es eben die Anzahl der Brennöfen optimiert. Dritter Punkt, die gute Zellernährung. Das ist mir deswegen so wichtig, weil viele sagen ja immer, ich esse doch viel Gutes, aber das heißt noch lange nicht, dass es auch in der Zelle ankommt. Das ist meine Botschaft dabei. Denn wenn ich oben einen Apfel esse, muss er ja bearbeitet werden. Es beginnt schon im Mund. Und Oma hat ja immer gesagt, jung kau langsam, 35 Mal. Erst dann ist auch das optimal für den Magen vorbereitet. Dann wird es zerkleinert, zerschnitzelt, zerlegt. All das passiert im Darm. Also brauche ich einen guten Verarbeitungsprozess. Das mache ich, indem ich dem Körper erstmal Ruhe gebe, langsames, ruhiges Essen. Langsam gut kauen und vor allen Dingen optimiere bitte deinen Darm, indem du ihm täglich hegst und pflegst, ihm immer Darmbakterien gibst, Milchsäurebakterien gibst. Ich mache das zum Beispiel, indem ich jeden Morgen eben mein Müsli esse und dort immer einen Naturjoghurt hineinrühre, um eben diese Milchsäurebakterien morgens dem Körper wieder zurückzugeben, die auch verlieren. Denn der Darm ist ja Multikulti. Der hat ja so mindestens 400 bis 500 verschiedene Bakterienkulturen. Das gebe ich ihm wieder, um Zellernährung zu ermöglichen. Vielleicht einmal. Entschuldigung. Gerne. Falls jemand jetzt gerade zuhört und Laktoseintoleranz ist, was könnte man da als Ersatz nehmen? Ja, natürlich auch Sojaprodukte gehen ja auch wunderbar. Das heißt also in irgendeiner Form Produkte, die dem Körper einfach in die Lage versetzen, so ein bisschen wieder neue Kulturen aufzubauen und vor allen Dingen auch einseitige Ernährung wegzulassen, insbesondere Zuckerprodukte, weil die überlagern viele andere Bakterienstämme und werden dann so dominant. Das ist also auch eine ganz wichtige Größe. Also Sojaprodukte auf der einen Seite helfen wirklich sehr, sehr gut. Oder auch eben Getreideprodukte helfen auch sehr, sehr schön dabei, um eben Bakterien dort in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und eben ganz wichtig ist es, da so ein bisschen auf Zucker zu verzichten. Und für die Zellernährung ist eben Wasser wichtig. Wir haben ja gerade schon auch vorhin schon mal, dass ich jeden Morgen mit einem Glas Wasser starte. Warum? Weil auch wenn ich es dann zerkleinert und zerschnitzelt im Darm liegen habe, erreicht es ja noch lange nicht die Zelle. Und dafür brauche ich eben Wasser. Wir sind ja wie eine Gurke aufgebaut. 60-70% bestehen wir aus Wasser. Und das Wasser ist das Transportmittel, was quasi jetzt die Nährstoffe und Vitalstoffe zur Zelle transportiert. Genau deswegen mache ich das. Trinken wir also deswegen, um Zellernährung zu ermöglichen, weil so kommt es letztendlich in die Zelle hinein und dafür brauche ich Wasser. Sehr gut. Punkt Nummer 4, das starke Immunsystem.
Immunsystem ist ja so der unsichtbare Schutz gegen all das, was so kreucht und fleucht. Gerade zu Corona-Zeiten wissen wir ja, wie bedeutsam es ist, wie besser, umso stärker sind wir von unserem Schutz her. Was gilt es zu tun? Es gilt, etwas zu tun, es einerseits nicht zu überfordern über Stress, weil Stress reduziert quasi die Aktivität des Immunsystems, weil bestimmte Hormone, Cortisol insbesondere, das Immunsystem unterdrückt. Also lassen wir es hochkommen. Also Entstressung macht hier Sinn. Schlaf, Ruhe, Muße, passt ja genau zu unserem Thema auch heute. Das stärkt das Immunsystem. Dann isst bitte Proteine, weil Proteine sind deswegen wichtig, weil die Immunzellen aus Proteinen aufgebaut sind. Dazu zählen Käseprodukte, Milchprodukte, Eierprodukte, Fisch, Fleisch, aber auch Hülsenfrüchte für die Veganer beispielsweise, eine sehr schöne Quelle von Proteinen zum Aufbau. Heißt also, Stress reduzieren und Proteine essen und vor allen Dingen viel ja Muße geben dem Körper, damit er regenerieren kann. Und regenerieren ist jetzt auch das nächste Thema ja schon. Bitte lebe im Biorhythmus. Regeneration und Entspannung ist so ein bisschen mein nächstes Motto. Baustein Nummer 5. Warum? Weil wir natürlich biorhythmisch durch das Licht des Tages getaktet werden. Und bitte lebe doch mit dem Rhythmus des Tages. Mach nicht die Nacht zum Tag. Unser Organismus, gerade unsere hormonellen Prozesse, regulieren sich einfach über Tageslicht. Wir haben ja einen Rezeptor auf der Netzhaut und dieser sagt immer, okay, so und so ist hell, steh auf oder leg dich hin. Und dementsprechend die Steuerungsprozesse über dieses Licht, die dürfen wir nicht konterkarieren, Schichtarbeit, deswegen ein riesiges Problem, weil ja unser Biorhythmus umgekehrt. Also bitte achte darauf, dass du Regenerationseinheiten für den Organismus ihm gibst, dass du nach der Zeit lebst, nach dem Tageslicht lebst und dementsprechend bist du dann genau im Rhythmus der Biologie und genau das brauchst du. Also, da würde ich auch gerne einmal nochmal rein. Und zwar habe ich auch in einem Interview von Ihnen gehört, was ich unglaublich spannend dort fand, dass natürlich der Spruch, dass wir oder Deutschland kein Belastungsproblem, sondern ein Entspannungsproblem hat. Regenerationsprobleme haben, genau. Regenerationsprobleme. Ja, da war auch auf den Punkt, Sie hatten gesagt, dass der Mensch quasi 8 Stunden im Grunde optimal schlafen sollte, wovon die ersten 4 Stunden tatsächlich nur körperlich regeneriert und die nächsten 4 Stunden mental oder. Das fand ich unglaublich spannend, weil ich hätte gedacht, das passiert alles in einem Verbund und nicht tatsächlich so hintereinander. Ich erläutere das mal. Also vielleicht nochmal den ersten Satz, wo ich wirklich sage, wir haben kein Belastungsproblem. Und gleich viele Menschen hier sagen, boah, ich bin so gestresst, so belastet, ich habe so viel zu tun. Nee, ich sage Ihnen, im 30-jährigen Krieg hatten wir echte Sorge und Stress, weil da der Schwede vor der Tür stand und das 7 Tage in der Woche und das 30 Jahre lang. Das waren Belastungen. Heutzutage klagen wir über Belastung vielleicht zu Recht, aber der Grund ist letztendlich derer, dass wir zu wenig Regeneration ermöglichen. Nehmen wir mal den Bereich des Sports. Im Bereich des Sports drehen wir immer jeden Tag an Höchstleistung, Höchstleistung, machen wir aber nur, können wir nur machen, weil wir auf der anderen Seite die Regeneration optimieren. Und da haben wir ein bisschen in unserem Alter die Balance verloren. Wir opfern letztendlich unsere Schlafenszeiten für jenes Netflix, was uns plötzlich wichtiger für jede Netflix-Serie, die so wichtig ist. Nein, das kann nicht sein. Unser Körper ist biorhythmisch unterwegs. Der braucht Rhythmen. Und wenn ich in der Regeneration Fehler mache, habe ich am nächsten Tag mit meiner Leistung natürlich große Probleme. Wenn ich heutzutage weiß, dass 15% der Bevölkerung selbst am Montag es nicht geschafft hat, sich am Wochenende durch die Feierei und so weiter, sich zu erholen und zu regenerieren, da schleppt sich doch die ganze Woche mit. Und das wissen wir doch alle, wenn wir mal einen feuchtfröhlichen Abend mit Freunden durchlebt haben, was das für den nächsten Tag bedeutet, die nächsten Tage bedeutet, wir kommen nie mehr gerade auf die Schiene. Genau das meine ich. Regeneration ist ganz wichtig. Und dazu ist für mich die wichtigste Einheit eben der Schlaf. Und der sollte immer im Schnitt etwa 8 Stunden sein, grob. Da kann ich viele Fehler machen in der Vorbereitung, aber das möchte ich vielleicht an dieser Stelle nicht erzählen. Aber wie Sie richtigerweise nachgefragt haben, ja, es gibt Schlafphasen. Wir durchleben immer 90 bis 120 Minuten Phasen, idealerweise 4 bis 5 von diesen Phasen. Und die einmal tiefer, einmal höher, einmal tiefer, einmal höher. Wenn Sie zum Beispiel sportlich aktiv waren, es nicht übertrieben haben, schlafen Sie meistens gut ein.
Daran erkennt man schon, man wird müde, man wird erschöpft. Und dann sind die ersten 4 Stunden immer wunderbar körperlich, die Muskulatur entspannt, dort empfindet der Aufbau, das Immunsystem ist aktiv. Das heißt, die gesamte Körperlichkeit, die wird in den ersten 4 Stunden der Nacht quasi repariert, restauriert und renoviert. Und die zweiten 4 Stunden Schlaf sind ja in der Regel die, wo wir träumen, wo wir ganz bewusst unterwegs sind, wo die Augen sich bewegen, ganz verrückt. Das ist die regenerative Phase unseres Gehirns. Wir brauchen eine Waschmaschine des Gehirns, so kann man es beschreiben. Jede Nacht, zweite 4 Stunden. Und das Fatale ist, man kann das gar nicht so hin und her verschieben. Ich muss gar nicht so lange schlafen, ich schlafe nur 5. Können wir davon ausgehen, dass unser Geist, unsere Emotionalität, unsere mentalen Funktionen nicht erholt sind? Unser Körper ist zwar ganz gut drauf, aber wir haben immer noch nicht verarbeitet das, was wir kognitiv so an Sorgen, Ängsten, Problemen mit uns getragen haben. Also, das war Nummer 5. Nummer 6 ist, ja, oder haben Sie noch eine Nachfrage? nein, alles gut. Machen wir gerne mit der 6. Ja? Ja. Danke. Okay, 6 ist Glück, Zufriedenheit und Optimismus. Und ich glaube, das wissen wir ja auch, wenn wir sehr pessimistisch durch die Gegend laufen, viele Sorgen haben, wie ja gerade aktuell sehr viele Menschen haben, dann ist das schon mal auf dem Gemüt und das, die Emotionalität ist da nicht. Das wirkt sich aufs Immunsystem aus. Wir werden anfälliger, wir werden träger, lethargischer. Und wir wissen, dass Optimisten länger leben. Das ist einfach so. Ja? Weil sie eine positive Lebenseinstellung haben, weil sie viel eben auch an Zuversicht haben, auch Zuversicht für die Zukunft haben. Und dementsprechend ist das eine Glück und resultiert eben aus positiven Einstellungen. Glückliche Menschen, auch hier vielleicht eine kleine Geschichte dazu, da gibt es eine U-Kurve. Glück ist auf der ganzen Welt völlig unabhängig von Geld immer gleich. Gibt es so eine U-Kurve. Mit 20 ist man da oben. Mit 40 ist man in der Regel da unten und mit 60 geht's wieder bergauf. Ach. Ich bin jetzt gerade da oben, ist wunderbar, kann ich nur bestätigen. Warum? Kann man sich ja vorstellen, mit 20 ist das Leben, hat man das Leben vor sich, ist ja völlig frei wie ein Vogel plötzlich. Mit 40 merkt man, Karriere, Beruf, Familie, Aufwand und so weiter. Ja, ist ja so, so kann man es beschreiben. Da geht man eher durch ein tieferes Tal. Aber das Schöne ist, das geht auch wieder vorbei, wie wir in Köln sagen. Hängt noch immer Jutti Jange. Und das merkt man eben genau daran, dass es irgendwann wieder besser wird. Also Glück ist letztendlich auch abhängig von Lebensphasen. Aber es stimuliert insgesamt positiv auf die Gesundheit. Und das Dritte ist natürlich Freunde und soziale Kontakte. Das heißt also Zufriedenheit in meinem Leben. Ich treffe ich Freunde, habe ich einen Austausch, habe ich ein erfülltes Leben. Das steckt ja so da hinten drin. Der letzte Punkt, der 7. Punkt meiner 7 Schlüssel ist die optimale Reinigung. Die Entgiftung, so kann man es ja grob beschreiben. Also, wie kommen die ganzen Umweltgifte, die Gifte aus den Lebensmitteln, aus der Nahrung, die Abfallprodukte, unsere Stoffwechsel, wie kommen die möglichst schnell raus? Und das kann man sich vorstellen. Natürlich, je besser man den Körper reinigt und schneller, umso besser kann er durchatmen. Und da habe ich heute Morgen auch schon viel getan für. Das ist ja die Lymphe. Die Lymphbahn zum Beispiel und die Leber und die Niere, das sind ja unsere Reinigungsorgane, die müssen morgens direkt anfangen zu arbeiten. Deswegen großes Glas Wasser, um zu reinigen, zu spülen. Ein Liter, halben Liter? Also ich trinke, wenn ich morgens aus dem Hause gehe, habe ich ungefähr 1,5 Liter getrunken. Oh, wow, okay. Ja, das ist relativ viel, ich weiß. Aber wenn man sich das mal vorstellt, so eine trockene Nacht, man verliert in der Regel im Winter immer 0,8 bis 1 Liter und im Sommer kann es auch schon mal 2 Liter sein. Da hilft kein Espresso morgens, um das zu kompensieren. Da muss man schon ein bisschen mehr trinken. Also deswegen, ich trinke ein großes Glas Wasser und dann 1 Liter Tee, großen Glas, ungefähr 1 bis 1,2 Liter Tee. Dann habe ich genug. Bin gereinigt, bin durchgespült. Und das sollte vielleicht auch die Botschaft für alle sein. Am besten 2 Drittel der Flüssigkeit sollte morgens getrunken werden als Alltagstipp, nicht abends. Wenn ich Ihnen so erzähle, wie der Alltag eines Kölners aussieht, dann ist das in der Regel so, 5 Tassen Kaffee morgens und 10 Kölsch abends. Boah, habe ich einen Brand. Man liegt dann so auf der Couch und hat dann riesigen Durst, ist aber nicht biorhythmisches Trinken. Getrunken werden muss morgens, nicht das Kölsch, aber Flüssigkeit. Und abends kann man dann im Genuss trinken, frönen. Und das Schöne ist, man muss dann auch in der Nacht gar nicht so viel raus. Also Reinigung hängt sehr an Wasser, hängt an Arbeit der Leber und der Niere. Und
Die Lymphe. Und die Lymphe bewegt man am besten dadurch, man muss die Lymphe zum Fließen bringen, indem man Muskelspannung macht. Und wenn Sie morgens im Bett sind und sich so recken und strecken, dann tut das deswegen so gut, weil Sie die Lymphe zum Fließen bringen. Also das Reinigungssystem quasi aktivieren. Das kann man morgens direkt im Bett starten. Das sind meine 7 Punkte. Jeder hat einen Ansatz. Der eine lieber dort, der andere lieber dort. Aber irgendwann beginnt ein Dominostein zu kippen. Und den muss man möglichst auffangen, um zu sagen, okay, jetzt versuche ich mal, alles zu korrigieren. Nicht alle 7 Punkte, aber wenigstens an einem ansetzen. Und dann werden die anderen sich gleich positiv ergeben, weil sie auch dadurch eben beeinflusst werden. Ja, ich glaube auch, wenn man bei solchen Umstellungen, gerade zum Beispiel einer Ernährungsumstellung, einfach mal merkt, wie besser man sich eventuell fühlt, dann, ich glaube, dann geht das fast von alleine irgendwann. Ja, also ich würde das auch sagen, letztendlich muss man ein bisschen mehr auf sich achten. Und diese Selbstreflexion, tägliche Selbstreflexion, was mache ich da eigentlich? Warum mache ich das überhaupt? Sich mal zu hinterfragen, ist das eigentlich richtig, wie ich das mache? Da, glaube ich, liegt so ein bisschen der Schlüssel drin. Selbstreflexion, sich selber wieder zu erkennen, achtsam mit sich umzugehen, wie es ja gerade sehr bedeutsam ist, das ist der richtige Weg. Ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung. Und zwar zu dem 6. Kapitel. Sie hatten es eben schon genannt, Glück, Zufriedenheit, Optimismus. Da fand ich einen Teil besonders spannend, weil er auch unglaublich gut zu meinem Podcast passt. Und zwar der Teil mit Ikigai. Ein Wort, ein japanisches Wort aus einer kleinen Gemeinde Ugimi, wenn ich das richtig sage. Ja, richtig. Die eine Stadtverwaltung für Wohlbefinden haben, was ich schon mal sehr, sehr stark fand. Und das stark, Wort, ne? Ja, und das Wort Rente kein Wort dort ist. Ich möchte kurz einmal einen Satz daraus vorlesen und dann würde ich mich freuen, wenn Sie einmal das Thema kurz umreißen könnten. Ja. Und zwar aus dem Buch. Bei diesem Lebensstil fällt der ökonomische bzw. materielle Erfolg weit in seiner Bedeutung dahinter zurück, dass man im Leben seine Berufung findet und sie bis ins hohe Alter lebt. Dadurch bleiben die Menschen über ihre gesamte Lebensspanne aktiv und suchen nach immer weiter danach, suchen immer weiter nach den zu ihren passenden Herausforderungen. Das ist also, daran erkennt man das schon, ja. Es ist so, dass wir uns leider in unserer kapitalistischen Welt ja sehr stark eben durch materielle Güter bestimmen. Und dort fragt man sich, wofür lohnt es sich eigentlich zu leben? Warum soll ich eigentlich heute aufstehen? Fragt man sich. Früher hieß es sowieso ganz übersetzt ja, Ikigai, so ein bisschen unter dem Sterbeaspekt, lohnt es sich dafür zu sterben? Ja, mittlerweile hat man sich zum Glück ja darin gewandelt, lohnt es sich dafür zu leben? Und wofür lohnt es sich zu leben? Und wenn wir uns das wirklich mal alle fragen, dann ist das so ein bisschen der Kern. Dort hat eben der individuelle Prozess der Selbstfindung, der Selbsterforschung eben eine enorme Bedeutung. So ein paar Fragen sich zu stellen, was liebe ich? Was tue ich gerne? Und wenn wir das schon mal für uns selber reflektieren, das wissen die meisten, glaube ich, gar nicht. Was mache ich wirklich gerne? Ist es der Beruf, den ich gerade habe? Und da habe ich manchmal schon Sorge, wenn ich die Studierenden sehe, die dann möglicherweise plötzlich einen Studiengang eingeschlagen haben, der ihnen gar nicht so richtig gefällt, aber der durchgezogen werden muss, weil möglicherweise ein großer materieller Erfolg sich danach ergeben kann und. Aber wirklich empathisch und mit voller Obsession daran zu gehen, da sehe ich in der aktuellen Welt eben doch weniger die Gründe, sondern eher materielle, soziale Absicherung und ähnliche, rein Sicherheitsaspekte, aber weniger, dass ich mich selber darin finde. Zweite Frage, auch das ist typisch Ikigai, was benötigt die Welt eigentlich? Was brauchen die Menschen von mir? Was kann ich zurückgeben? Also welchen Beitrag kann ich der Gesellschaft leisten? Nicht, was nehme ich? Wie hoch kann ich mein Konto auffüllen? Nee, was kann ich geben? Also das schöne soziale Jahr, was wir ja auch hier in Deutschland beispielsweise haben, ist so ein Klassiker dafür. Was gebe ich der Menschheit zurück, der Gesellschaft oder meiner kleinen Gemeinde, meinem Ort, meinem Verein, meiner Kirchengemeinde? Was gebe ich der zurück von dem, was ich an Ressourcen habe? Das Dritte, womit kann ich Geld verdienen? Das ist auch schon ganz wichtig. Aber Geld nicht in dem Sinne, wo kann ich was möglich maximalst herausschöpfen, sondern wie kann ich mein Lebensunterhalt so gestalten, dass ich eine hohe Zufriedenheit habe, aber dass ich mein Leben eben selbstständig, unabhängig, ohne dass ich abhängig bin von irgendwelchen Institutionen, gestalten kann.
Und das Letzte ist, worin bin ich gut? Worin bin ich talentiert? Also was kann ich überhaupt richtig gut? Und auch da, glaube ich, muss man immer wieder sagen, finden viele Menschen ihre Schätze nicht. Und das ist Ikigai auch. Das Ikigai macht, es sucht die Schätze jedes einzelnen Menschen. Es sucht die Ressourcen jedes einzelnen Menschen. Egal, ob behindert oder nicht behindert. Ob alt oder jung, ob schlau oder nicht schlau, intelligent oder weniger intelligent. Jeder hat Schätze, Ressourcen, Fähigkeiten. Und die müssen herausgearbeitet werden für den Beitrag der Gesellschaft, für sich selbst und Zufriedenheit zu generieren. Ich war gestern eine kleine Geschichte dazu. Ich war gestern in einer Werkstatt für behinderte Menschen. Und ich sehe kaum glücklichere Menschen arbeiten als dort, wo geistig Behinderte arbeiten. Ja? Die in dieser Arbeit komplett aufgehen, die eine Aufgabe haben, die für uns unvorstellbar eine reine Monotonie haben. Immer rechts, links, aber einen Spaß dabei haben. Und dementsprechend wirklich großartig. Ja? Weil sie eben sich andere Fragen stellen. Sie gehen in dieser Aufgabe auf, weil sie können sie, sie sind talentiert, sie sind gut darin, muss man wirklich sagen. Ja? Sie geben der Gesellschaft etwas zurück und vor allen Dingen fühlen sie sich darin wohl. Das wollen die, das brauchen die, die wollen zur Arbeit gehen. Und das ist doch genau das, was ich gestern erlebt habe. Geistig Behinderte in der Werkstatt, das Herz ist mir so groß aufgegangen, weil ich gedacht habe, wow, wenn ich mir das noch für unsere Gesellschaft der Nichtbehinderten auch vorstellen würde, was hätten wir doch alles für glückliche Menschen im produzierenden Gewerbe. Woran meinen Sie, liegt das denn? Also weil einfach nicht andere Sachen so viel Rolle spielen? Oder was ist da der Punkt? Ich glaube zunächst erstmal, dass die Menschen sehr stark ihren eigenen Bedürfnissen entsprechend handeln. Die schauen, geistig Behinderte durchdenken, vergleichen nicht. Die sagen, was tut mir jetzt gut? Die fangen auch an zu weinen und an zu schreien und zu brüllen, wenn sie nicht gut. Das tut ihnen aber gut. Sie sind sehr in sich selbst ruhend, in Anführungsstrichen, weil sie eben nicht vergleichen. Was hat der mehr, sieht der besser aus, hat er eine schönere Tasche, einen roteren Pullover, schöneres Auto. Das interessiert dort überhaupt nicht. Materielle Dinge spielen dort überhaupt keine Gründe. Das bedeutet also, dass wir weniger Vergleiche haben. Mehr eine Ich-Zentrierung haben, eine Ich-Findung, wobei das eben nichts damit zu tun hat mit Egomanie oder mit Egoismus. Nee, es ist eine Selbstfindung, die extremst dahinter steckt, ohne dass sie durch externe Faktoren eine Rolle spielen. Wir stellen uns immer in den Blick in die Gesellschaft hinein und vergleichen und beziehen uns immer und handeln dementsprechend, wie die in der Umwelt agieren. Dort, gerade wenn ich die geistig Behinderten sehe, die sind alle gleich, die gehen alle zur Arbeit und haben alle Spaß dabei. Und es gibt keinen Vergleich, weil sie eben ihre Position niemals reflektieren in einer Außensicht, sondern immer nur in der Innensicht. Was ich da auch so spannend dran finde, ist, dass wahrscheinlich ja, ich sag mal, alle, die dann an einem Arbeitstag etwas zusammen machen und bauen, dass sie sich vielleicht gegenseitig auch weiter hoch pushen, genauso wie vielleicht die Menschen in diesem Dorf, in Ugimi, weil alle an das Gleiche glauben, also alle darauf erpicht sind, weiter voranzugehen. Ich glaube, in der westlichen Welt ist das ja wahrscheinlich alles ein bisschen getrennter, anonymer, jeder ist mehr für sich. Ja, ich glaube, es ist ja auch so, wenn man mal so ein bisschen historisch uns in die Evolution betrachtet, dann sind wir ja in Sippen groß geworden. Sippen heißt etwa 30 bis 50 Menschen. Das waren meine Familie, das war meine Gemeinde, das war mein Dorf. Und das haben wir komplett verloren. Entweder leben wir in der Isolation, in einer Großstadt, muss man sich mal vorstellen, man lebt bei 100 Millionen Menschen wie in Köln und ist trotzdem isoliert. Was läuft da schief? Ja. Man hat keine sozialen Kontakte, keine Einbindung, keine Freundschaften, keine Familien und dementsprechend ist das ein großer Verlust, den wir gerade erfahren. Trotz der Ballungszentren, die wir haben, die uns aber wahrscheinlich überfordern, weil wir eben nur überschauen, 50 bis 70 Personen maximal, ergibt sich daraus ein Verlust an Sicherheit möglicherweise, ein Verlust an Wahrnehmungsressourcen, die es gar nicht schaffen können, das, was auf mich eindrischt, dort alles zu realisieren und zu hinterfragen. Und ich glaube, dass eine Konzentration, eine kleine Gruppe, die mir quasi meinen Hort bietet, genau die idealere Lebensform wäre. Und das ist genau bei diesen Menschen, Werkstätten für Behinderten, ja auch der Fall, die in kleinen Etagen
Wohngemeinschaften leben, die alle sehr überschaubar sind. Dort sind es etwa 15 bis 20 Menschen mit einem Herbergsvater, so kann man es beschreiben. Und das ist eben so schön, dass alle sich kennen und dort fühlt man sich wohl und sicher. Und alle sind in irgendeiner gleich und schauen gemeinsam nach vorne in einer Aufgabe. Ich find das Thema super. Also ja, als ich das gelesen habe, fand ich das super interessant. Gerade auch, weil nach diesen Fragen und nach ein bisschen Einleitung schreiben Sie oder zeigen Sie eine Art Diagramm auf, wie man diese vier Fragen ineinander verbinden kann und dadurch verschiedene, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber zum Beispiel sagen Sie, die erste und zweite Frage, also was liebe ich und was benötigt die Welt, ergibt quasi die Mission, den Auftrag genau, von mir. Richtig, genau. Was benötigt die Welt, womit kann ich Geld verdienen, ist dann meine Berufung, meine Bestimmung. Womit kann ich Geld verdienen, worin bin ich talentiert, ist unsere Arbeit, also die wahrscheinlich reine Arbeit. Und was ich dann besonders spannend fand, der vierte und erste Punkt, also was liebe ich und worin bin ich talentiert, das ist unsere Leidenschaft. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Karte, um für sich selber dahin zu kommen, seine letztendlich Berufung zu finden und vielleicht auch seine Arbeit daran abzuleiten. Und da vielleicht auch einmal diese vier Fragen. Ja, ich glaube, wir brauchen... Ja, sagen Sie gerne. Ja, also wir brauchen eine Obsession. Ich glaube, wenn wir unser Leben erfüllend gestalten wollen, dann brauchen wir eine Obsession. Also eine... Wir müssen das Gespür haben, hierfür berufen zu sein, das gerne zu machen, das auch zu können. Und da sehe ich oft eben doch viele Faktoren, die wir in unserer Gesellschaft eben nicht wiederfinden. Und genau diese vier Fragen, also was liebe ich und was tue ich gern? Was benötigt die Welt? Was brauchen die Menschen von uns? Womit kann ich Geld verdienen? Und worin bin ich gut und talentiert? Das sind die Fragen, die wir uns beantworten können und müssen. Aber insbesondere für mich, Frage 1 und 4, für mein Leben, für meine Lebensqualität, die entscheidenden, weil sie spiegeln mich wieder. Meine Wünsche, meine Interessen, meine Neigungen, ja, meine Strahlkraft, die nach außen wirken kann und die letztendlich dann auch zu dem führt, dass ich erfolgreich bin. Denn nur wenn ich das bin, wenn ich talentiert bin und eine Obsession dafür habe, dann bin ich in der Regel auch erfolgreich. Ja, das glaube ich auch und auch zufrieden. Ich würde super spannend finden, wenn Sie vielleicht einmal alle vier Fragen für sich beantworten. Also was ist das, was Sie lieben? Also ich liebe meine Frau. Das ist schon mal das Erste. Ja, das ist das Allerwichtigste erstmal für mich, weil das natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist, das soziale Leben mit einem Mittelpunkt zu fassen. Aber jetzt nochmal bezogen auf, was liebe ich und was tue ich gern. Ich liebe körperlich aktiv zu sein, ich liebe Sport, ich liebe eben Bewegung, ich liebe Bewegung an der frischen Luft. Ich liebe also letztendlich mit Menschen auch gemeinsam körperlich aktiv zu sein, sich zu streiten, sich zu kämpfen, sich zu betteln und gleichzeitig in den Armen zu liegen und Siege und Niederlage zu feiern. Das liebe ich. Also der Austausch mit Menschen im Sport und im Spiel. Was benötigt die Welt von mir? Was brauchen die Menschen von mir? Das habe ich mich schon oft gefragt. Ich bin ja so ein bisschen unterwegs in dem Sinne, dass ich immer glaube, die Welt braucht mich nicht, aber die braucht bestimmte Botschaften von mir. Die braucht Botschaften von mir, die dahingehend führen, dass ich versuche, den Menschen eine gewisse Orientierung zu geben, wie das Leben optimalerweise gestaltet werden könnte. Nicht, dass ich meine, dass ich weiß, wie es geht. Aber Hippokrates hat vor vielen, vielen tausenden Jahren, ja, also der Urvater der Medizin, so kann, der Gesundheit, so kann man es ja sagen, immer gesagt, Menschen brauchen jemanden, der an die Hand nimmt, damit sie sich nicht verirren. Und das ist auch so. Wir haben so viel Ablenkungen, dass wir uns selber verlieren. Wir haben so viel Wege, die uns geöffnet sind, dass wir nicht den richtigen finden. Und da möchte ich eine gewisse Orientierung geben. Ich möchte nicht Wegweiser sein, aber wie ein Navi-System möglicherweise Menschen helfen können, über Information selber wie aus einem Blumenstrauß sich die richtige Blume herauszunehmen und dann eine eigene Lösung zu finden. Das sehe ich so als meine Aufgabe an, über wissenschaftliche, über Forschungsaktivitäten Kompetenzen Menschen heranzutragen, die neutral, die objektiv sind, die nicht wirtschaftlich geprägt sind, die nicht durch irgendwelche Interessenlenkungen quasi Menschen in die Irre treiben. Nein, eine neutrale Information, das ist das, was ich gerne machen möchte.
Womit kann ich Geld verdienen? Entschuldigung, Also, einmal da noch mal rein. Ist das auch der Na klar. Grund? Bitte? Also, Nochmal, machen Sie ruhig. ist das auch der Grund, warum Sie, ich sag mal, in so vielen Medien sind? Also warum Sie sehr publik sind ja in Deutschland? Also Sie könnten ja auch einfach im stillen Kämmerlein forschen und mit dem Studenten arbeiten, aber Sie sind ja sehr medienwirksam. Ja, aber das hat richtig. Das ist aber natürlich in einem Prozess gewesen, weil ich hatte erst eine Obsession, so kann ich es beschreiben. Ich hatte erst den Wunsch, natürlich den Menschen das wieder zurückzugeben, wofür sie mich bezahlen. Ich werde ja von Steuergeldern bezahlt. Ich bin ja im öffentlichen Dienst. Und natürlich kann ich eine Laborratte sein, die wir auch brauchen, aber das wollte ich nie sein. Ich wollte das, was ich hier erforsche, auch den Menschen da draußen erzählen, weil ich bin von denen angestellt, bei denen angestellt, so kann man es ja beschreiben, bei der Gesellschaft da draußen angestellt als Hochschullehrer. Und dementsprechend haben sie das verdammte Recht und nicht die verdammte Pflicht, ihnen das, was ich hier erarbeite, mitzuteilen an Informationen, die ich habe. Und deswegen habe ich gesagt, okay, du schreibst Bücher, du schreibst dazu Bücher, informierst die Menschen darüber, was hast du erforscht, was hast du gelernt. Und über diese Bücher ist es irgendwann mal auch dann dahin zugekommen, dass ich eben dann auf Bühnen gehe, in die Medien gegangen bin. Das war also quasi ein Prozess, der sich aus der Schreiberei entwickelt hat hin in eine kommunikative Arbeit insgesamt. Und so bediene ich eben jetzt die verschiedensten Kanäle, um alle Interaktionskanäle eben zu bedienen. Also es war immer der Wunsch von mir, meiner Aufgabe einfach gerecht zu werden, als Wissenschaftler das, was ich erforscht habe, den Menschen da draußen zu erzählen und zu berichten, weil das ist meine Aufgabe. Tolle Ja. Antwort. Womit kann ich Geld verdienen? Ja, mit dem, wo ich Bock drauf habe. Ich hätte niemals etwas anderes gemacht. Ich kann Ihnen sagen, ich bin ja immer relativ schnell gelaufen, früher schon. Ich habe ja immer Sport getrieben. Ich bin ja ich glaube, im ersten Lebensjahr haben meine Eltern mich schon im Sportverein in der Turngemeinde Heeren, so hieß das damals, angemeldet, wo im Winter geturnt wurde und im Sommer Leichtathletik wurde. Und das hat mich immer begeistert. Natürlich war ich auch immer relativ erfolgreich. Meine Eltern hatten mir gute Gene mitgegeben. Lief alle relativ gut. Dann bin ich in der Schule natürlich auch immer schon sehr erfolgreich gewesen. Und für mich war immer klar, Sport musst du studieren, das willst du machen. Dann bin ich zur Bundeswehr, war damals auch bei der Bundeswehr, dann in der Sportkompanie natürlich, dort, wo die Berufssoldaten sind, bekam dann einen Studiengang, habe mich natürlich während meines Studiums schon beworben, während meiner Bundeswehrzeit schon beworben und war total verärgert, dass ich dementsprechend quasi den Studienplatz bekam. Ich hatte mich aber damals, und das war ein Glücksmoment, den ich dann habe, wirklich auch mit der Studienordnung auseinandergesetzt und habe dann erkannt, in der Auseinandersetzung, weil ich ja warten musste ein Semester lang, weil ich ja noch bei der Bundeswehr war, habe ich erkannt, okay, es gibt dort ein Studienfach, was ich gar nicht kannte. Das hieß Rehabilitation und Behindertensport. Eine Studienrichtung B hieß das damals. Und ich konnte damals der erste Jahrgang sein, der dieses Studium beginnt an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Also Rehabilitation und Behindertensport. Und da habe ich dann gefragt, okay, du kennst den Spitzensport, aber hättest du nicht Bock daran, so ein bisschen den Menschen, die eine Behinderung haben, die ein Problem haben, zu helfen, wieder auf die richtige Straße zu kommen, über körperliche Aktivität, Reha, Nachsorge in irgendeiner Form anzubieten. Und da habe ich gedacht, okay, genau das ist dein Weg. Ich kannte es noch nicht, habe dann angelesen, mich da reingelesen vor Beginn meines Studiums, habe gedacht, genau das ist es. Ja? Das willst du machen. Und dementsprechend Sport wusste ich. Und dann ist so im Zuge meiner Wartezeit eben, hat sich das Feld geöffnet, weil es plötzlich ein neues Fenster gab, was ich noch nicht kannte. Da habe ich gedacht, genau, da stichst du rein. Und das war gut so, ja, dass ich diesen Weg gegangen bin, um eine andere Dimension des Sporttreibens eben kennenzulernen. Die letzte Frage, worin bin ich gut und talentiert? Ich kann Sport. Ich kann schnell laufen. Ich kann Sport. Und ich glaube, ich kann Menschen für Themen begeistern. Ja, ich kann Menschen viel erzählen, ich kann viele Geschichten erzählen und Sie merken, so bin ich ja, ich bin ja immer, immer auch emotional dabei. Ich bin kein Sachlicher, ich bin nicht logisch, ich quatsche auch viel, ich rede auch schon mal Blödsinn, aber auf der anderen Seite bin ich immer begeistert für das, was ich tue. Und genau das ist es. Das heißt, ich tue etwas, wofür ich begeistert bin. Und diese Begeisterung, die zeige ich gerne
auch wenn sie vielleicht andere schon mal stört, aber ich bin eben manchmal auch etwas großräumig und laut. Das ist schon recht. Aber Das das ist kann völlig in Ordnung. Könnten Sie denn vielleicht mit einem Satz, ich sag mal, Ihr Ikigai zusammenfassen? Also so, was Sie als Person, was das für Sie wäre? Ja, also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, also mein Ikigai ist, dass ich mich selber herausragend verstehe und kenne. Ja, Okay. ich verstehe mich sehr gut. Das lernt man im Sport. Sie wissen, dass Sportler sehr in sich hineinhorchen. Und ich weiß genau, was mir gut tut. Und ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die auch wichtig ist. Ich habe mich verstanden. Ich verstehe die Signale meines Körpers. Ich habe die Fremdsprache gelernt meines Körpers, und das ist genau das. Deswegen, ich tue nur Dinge, die mir gut tun mittlerweile. Manchmal muss ich mal etwas anderes tun, aber ich korrigiere sofort. Ja? Und deswegen, das ist so eine Fähigkeit, die ich gelernt habe, Dinge zu tun, die mir gut tun und alles andere sein zu lassen. Und je älter ich werde, umso wichtiger wird das. Ich umgebe mich nicht mehr mit Menschen, die mir nicht gut tun. Ich treffe mich nicht mehr mit Menschen, die sagen, ich würde gerne mal mit dir wieder reden, nach 3 Jahren mich zum Kaffee treffen. Nein, das will ich nicht. Das heißt, ich tue wirklich Dinge reduziert. Ich habe mich reduziert. Und das wird mit dem Alter mehr. Ja? Aber dafür wird die Intensität deutlich besser. Und ich glaube, das ist das, was ich gelernt habe. Und das ist das, was mein persönliches Ikigai macht. Die Intensität des Lebens verändert sich im Laufe meines Lebens. Und sie hat sich eben so entwickelt, dass ich nur noch Dinge tue und mich mit Menschen treffe, die mir gut tun. Was raten Sie jemandem, der sagt, ich würde auch gerne nur das tun, was mir gut tut, aber ich sag mal so, das Leben kommt dazwischen immer. Ich muss mein Geld Ja, irgendwo klar, verdienen. logisch. Gibt es da irgendwie einen Weg, den man schon mal einschlagen könnte? Ja, folge deinem Bauch. Also das ist schon mal wichtig. Folge nicht dem Konto, folge erstmal deinem Bauch. Folge nicht der Vision, einen sozialen Status zu erreichen. Ich gebe noch mal ein Beispiel, was ich ganz tragisch finde. Jedes Jahr kommen 125.000 E-Schüler in den Fußball. Also wie so 10-Jährige, 12-Jährige. 125.000, die alle die Vision haben, Marco Reus zu werden, Mario Götze zu werden und das WM-Tor zu schießen. Alle. Davon kommen etwa 5.000 in Auswahlschulen hinein, Auswahlmannschaften hinein. Davon kommen ungefähr 300 in Internate, die ganz spezifisch auf den Profibereich zustehen, zu abzielen. Und letztendlich schaffen es 5 in den bezahlten Fußball. Alle anderen stehen irgendwann mit der gepackten Tasche wieder zu Hause und sagen, Papa, Mama, ich habe es leider nicht geschafft, weil ich war nicht gut genug. Warum? Weil alle diese Ikigai-Fragen nicht beantwortet waren. Ja? Weil sie nicht richtig beantwortet waren. Weil eine falsche Vision dahinter. Bist du gut oder talentiert? Nein, du bist nicht gut genug. Da muss man sich klar fragen. Also das Bist du wirklich gut Eingeständnis genug auch, dafür? Ist Eingeständnis. ja. Hast du nicht vernünftig, oder will Papa das? Hast du wirklich das getan, weil du es wirklich willst oder weil Mama und weil die Verwandten, nun pack dir doch mal die Tasche, mach dich mal auf den Weg. Und das ist das, dass wir oft, glaube ich, über soziale Zwänge, über vielleicht auch falsche Visionen oder eine falsche Selbstreflexion uns Ziele vornehmen, deren Erreichbarkeit für uns gar nicht möglich ist, weil wir uns nicht richtig selber einschätzen. Und deswegen ist die Selbstreflexion zu Beginn extremst wichtig. Und deswegen sage ich, höre auf deinen Bauch, lerne deine Sprache, lerne die Sprache deines Körpers. Und genau wenn du sie interpretieren kannst, dann schau genau, was dir gut tut. Dafür braucht man nicht Geld. Man muss erstmal nur dich selber finden. Finde dich selbst. Und nicht, weil der Nachbar jetzt möglicherweise Medizin studiert, studiere das. Oder nicht, weil du jetzt eine tolle Abiturnote hast, musst du das jetzt studieren und kannst nicht Sozialpädagoge werden, obgleich es viel besser wäre für dich. Also achte auf dich und nicht bitte sozialen Konventionen hinterherzulaufen. Und bitte geh ehrlich mit dir um. Sei ganz ehrlich mit dir selbst, auch wenn es manchmal hart ist. Ich hätte theoretisch noch so viele Fragen, aber ich muss bitte auf die Zeit gucken. Ich frage immer in dem Podcast, da ja Arbeit mit Muße heißt, A, was das Wort Arbeit in Ihnen auslöst, was das für Sie bedeutet, was das Wort Muße für Sie bedeutet und letztendlich, wann Sie theoretisch mit Muße arbeiten.
Also ich kenne das Wort Arbeit im klassischen Sinne nicht so sehr. Für mich ist letztendlich der Arbeit nicht Gelderwerb oder nicht letztendlich eine Tätigkeit, die zu etwas dient, um möglicherweise, sie dient vielleicht schon etwas, aber sie gibt mir eben viel. Deswegen verbinde ich Arbeit mit Erfüllung für mich. Arbeit ist für mich Erfüllung, das möglicherweise auch noch beruflich machen zu können. Deswegen ist Arbeit, ist Beruf für mich der bessere Begriff. Ist das für mich die Berufung auch, so steht es ein bisschen da drin, das tun zu dürfen, was ich gerade mache. Es ist also eine Erfüllung, eine Tätigkeit zu haben, eben wirklich wunderbar mit jungen Menschen zu forschen, zu lehren, sich zu unterhalten und auszutauschen und dann auch vielen Menschen etwas geben zu können. Das verbinde ich Okay. damit. Muße ist für mich eine wunderbare Zeit. Die geht ja leider immer mehr verloren, aber ich nehme sie mir ständig. Aber Muße hat für mich nichts mit Nichtstun zu tun, sondern ich finde genauso auf meinem Mountainbike in den Alpen Muße für mich selber, als auch, wie ich gestern Abend gemacht habe, bei einem Puzzle von Modio, wo ich auch Muße finde. Also, wo ich auch ein gutes Buch lese oder wo ich Musik höre. Oder wo ich mich mit Freunden unterhalte oder wo ich spazieren gehe. All das ist für mich Muße. Muße ist also der Zeitraum, den ich für mich selber habe, wo ich neue Dinge erfahre, neue Dinge lerne und wo ich auf mich konzentriert sein kann und auch Dinge aus mir selber heraus gestalten darf und auch erfahren darf, wie es gerade um mich steht. Und dementsprechend heißt das, ein Tun, ein aktives Handeln, das ist immer sehr stark bei mir mit Muße verbunden. Und dementsprechend ist auch sehr stark, auch was ich gerade zum Beispiel tue, kann ich das zeigen, was hier gerade so oft bei mir auf dem Schreibtisch liegt, also ganz viele Bücher und Ordner. Warum? Weil ich gerade wieder mit großer Muße, einem Vergnügen nehme ich dagehe, innerhalb meines Berufes ein neues Buch zu schreiben. Und das macht mir eben große Freude. Und Mögen Sie jetzt die so Titel sehen schon Sie schon, verraten? ja, der steht noch nicht hundertprozentig fest, aber ich schreibe gerade ein Buch, was sich mit dem Stoffwechsel ab 50 beschäftigt. Ich möchte es nennen, ich habe so drei Arbeitstitel, auch der Stoffwechsel geht in Rente, oder die zweite Pubertät. Auch das ist ja eine Pubertät, weil Hormone sich umstellen, bestimmte Prozesse sich im Körper. Man muss es nur positiv ansehen. Also, so ein bisschen freuen Sie sich auf die zweite Pubertät. Das ist so ein bisschen gerade mein positiver Duktus, um die zweite Lebenshälfte etwas anzugehen. Dazu schreibe ich gerade und beschreibe gerade, weil leider alles immer so defizitär in den meisten Büchern beschrieben ist, das Positive, was da drin steckt, wenn wir uns denn verändern. Und dementsprechend heißt das, ja, also für mich ist Arbeit und Muße oder Beruf und Muße quasi synonym, weil ich eben daraus unheimlich viel auch schöpfe für mich. Und wenn ich hier so sitze und schreibe, ist das für mich eben keine Arbeit, sondern einfach ein für mich sehr befriedigender Zustand, etwas schaffen zu können, wie ein Künstler praktisch. Nur eine andere Form, ich schreibe halt, ne? Ja, super, super, vielen, vielen Dank. Wollen wir einmal zu den Zuschauerfragen kommen? Natürlich. Ich würde erst einmal den Anruf machen. Wir haben einmal einen Anruf, wir haben einmal eine Sprachnachricht und eine E-Mail habe ich bekommen. Und wir würden einmal die Anne Korkn rufen. Die ist tatsächlich auch nach Ihnen hier im Podcast zu Gast. Aber sie sagte direkt, sie möchte bitte Sie was fragen. Ich rufe Gerne. sie einmal an. Hallo. Hallo Anne, grüß dich. Philipp hier. Hi. Na? Ja, ich dachte es mir. Sehr, sehr gut. Du, wir sind gerade im Podcast bei den Zuschauerfragen und du sagtest mir ja, du möchtest gerne Herrn Professor Frohböse etwas fragen. Also, Herr Frohböse, Herrn Kork, ich hoffe, ihr beide hört euch. Ich grüße Sie. Ich freue mich drauf. Bin gespannt, was Sie für eine Frage haben. Legen Sie einfach los. Ja, ich würde mich sehr, sehr freuen zu hören, was sollte man wirklich tun, um beim Tippen zu vermeiden, dass man dann ganz starre Nacken bekommt. Ja, das ist an sich relativ einfach. Denn ich habe das ja auch, dieses Problem, weil ich ja auch oft sehr lange am Rechner sitze. Und das Komische ist,
dass man erstmal jede Stunde die Tätigkeit unterbrechen sollte und vor allen Dingen die Schultergelenke, weil der Nackenschmerz kommt oft vom Schultergelenk. Bewegen Sie also Ihre Schultergelenke durch, rotieren Sie und kreisen Sie jede Stunde einmal vorwärts, rückwärts mit langen Armen Ihre Schultern. Dann wird der Nacken sich wunderbar quasi lockern. 70% der Nackenprobleme kommen nämlich von der Schulter. Das ist das Erste. Das Zweite ist, bitte spannen Sie, wenn Sie verspüren, dass Ihre Muskulatur sich im Schulter-Nackenbereich verspannt. Hört sich komisch an, aber spannen Sie noch mehr an. Spannen Sie ganz fest an, ziehen die Schultern so richtig hoch zu den Ohren und spannen an und lassen dann wieder runter. Das machen Sie 3 bis 5 Mal. Dann werden Sie merken, es wird alles warm. Es wird schön durchblutet. Der Sauerstoff kommt wieder in die Zellen hinein. Dann nur zu dehnen, das macht keinen Sinn. Also Anspannung vor der Entspannung, das ist das Motto. Immer so nach einer Stunde wieder richtig Muskeln anspannen im Schulter-Nackenbereich, zu den Ohren ziehen, 5 Sekunden halten, 3 bis 5 Mal gemacht und schon sind die Nackenschmerzen wie verschwunden. Oh, vielen herzlichen Dank, das muss ich jetzt gleich ausprobieren. Probieren Sie, viel Spaß. Dankeschön. Danke, danke fürs Mitmachen. Bis dann. Tschüss. Ciao. Das war doch mal ein richtig praktischer Tipp. Danke. Dann haben wir eine E-Mail von Johannes aus Kiel. Und er fragt, was halten Sie für einen optimalen Weg, beziehungsweise welches Verhältnis von Intervallfasten in Verbindung mit Kraft- und Ausdauersport, um eine gesunde Gewichtsreduktion zu haben? Also muss ich ein bisschen länger ausholen, aber Gewichtsreduktion ist ja für viele natürlich eine Lebensaufgabe, so kann man es beschreiben, ja, weil es immer wieder hoch und runter geht. Und dementsprechend muss man sich wirklich vornehmen, es muss ein Leben lang auch wirklich immer darauf geachtet werden, dass man da einigermaßen diszipliniert die Balance findet von Energieverbrauch und Energieaufnahme. Das ist das Allerwichtigste. Intervallfasten ist ja in den letzten Jahren ein wenig modern geworden. Es gibt ja verschiedene Systeme. Das Idealste ist für mich immer, das an 1 oder 2 Tagen in der Woche auszuführen. Nicht jeden Tag 16:8, das wird zu hart. Beispielsweise 8 Stunden Essen, 16 Stunden Pause. Und das jeden Tag, das ist zu hart. Ich mache es zum Beispiel einmal in der Woche, immer freitags. Ich frühstücke es maximal zum Mittag, dann aber nur eine Kleinigkeit und esse dann wieder erst am Samstagmorgen mein nächstes Frühstück. Weil dadurch habe ich eben nicht nur eine gewichtsregulative Komponente, sondern gleichzeitig eben auch eine Komponente, die so ein bisschen ja reinigend wirkt, positiv stimulierend wirkt und mir auch mal ein Hungergefühl wieder zulässt. Und das ist überhaupt kein Problem, dann an diesen Tagen auch Sport zu treiben. Denn der Körper hat auch hier die Möglichkeit, selber Energie zu produzieren aus den Reserven, die er hat. Also, wenn Sie mich vom Verhältnis gerade fragen, also 1 bis 2 Mal pro Woche würde ich einen Tag einschieben, Intervallfasten, mehr nicht. Ich würde ein Ausdauertraining ruhig an diesen Tagen machen, weil Ausdauertraining ist an diesen Tagen sehr gut möglich. Dort einfach ein bisschen Energie und Fette in Form möglicherweise zu rekrutieren. Also ich laufe ja 6 Mal in der Woche. Ich mache jeden Tag Sport, auch an den Tagen natürlich, wo ich in der Regel dann Intervall faste. Muskeltraining lieber an den Tagen nicht, sondern lieber an den Tagen, wo ich dann auch eher auf meine proteinreiche Ernährung achte, um dann eben nicht ins ein Energiedefizit hineinzubekommen. Denn auch der Muskelaufbau braucht etwa einen Kalorienüberschuss von 100 bis 200 Kilokalorien pro Tag. Und wenn ich dann in einem Fastenmodus bin, dann konterkariert das so ein wenig mein Training. Okay, ich denke, das ist eine gute Antwort. Da vielleicht einmal auch für mein Interesse, was für ein Verhältnis bei Intervallfasten finden Sie am besten? Also ich würde sagen, also im Verhältnis finde ich, so mache ich es, so habe ich auch gelernt, weil es am wenigsten belastend für mich. Ich, wie gesagt, ich frühstücke morgens, esse zum Mittag etwa gegen 1 Uhr und frühstücke dann am anderen Morgen etwa wieder gegen 8, 9 Uhr. Das heißt, also ich habe ungefähr auch 8:16 oder sogar 6:18. Ja? Länger als 18 Stunden Pausen sollten es aber nicht sein, weil dann der Körper eine zu starke Hungersnot führt. Aber so 16 bis 18 Stunden Pause könnte sein. Das reicht auch aus, um den Körper eben nicht nur
kalorisch in ein Defizit zu bringen, sondern eben auch, um viele hormonelle Prozesse wieder zu normalisieren, dass die Leber endlich mal Ruhe hat, dass sie nicht immer Zucker ausschütten muss, dass sie nicht immer sich mit der Entgiftung befassen muss und. Also hat viele, viele regulierende, stabilisierende Funktionen. Super, danke. Und dann die dritte Zuschauerfrage von Katrin. Einmal kurz husten. So, okay. Bin klar. Von Katrin eine Sprachnachricht. Ich spiele sie einmal ab. Hallo, hier ist Katrin Laborda. Und meine Frage ist bezogen auf der Kombination, dass Ernährung und Bewegung sehr, sehr gut fürs starke Immunsystem sind. Viele Menschen, denen ich begegne, die ja haben dieses Verständnis nicht dafür, dass das sehr stark zusammenhängt und sie selber auch vieles machen können, ganz kleine Dinge im Alltag. Und meine Frage ist jetzt dahingehend, wie können Sie mit wenigen Worten Menschen in dieses Bewusstsein holen, dass bei Ihnen auch die Alarmglocken angesagt, jetzt ist 5:12, jetzt, ich kann das selber machen und das ist gar nicht so viel Aufwand. Ja, also eine wunderbare Frage, weil das Immunsystem ist ja irgendwo etwas Geheimnisvolles, was wir in der Regel nie betrachten. Aber wir haben es in der Hand. Wir können es positiv beeinflussen oder negativ beeinflussen. Und dafür gilt Essen und Trim, beides muss stimmen, auch fürs Immunsystem. Warum? Das Immunsystem baut sich nur auf, wenn ich ihm die richtigen Nährstoffe gebe. Und das sind in der Regel Proteine in hochwertiger Qualität. Das heißt also, nur durch das richtige Essen werden meine Helferzellen, meine Killerzellen, all das, was das Immunsystem auszeichnet, wirklich auch so aktiv, dass sie das, was da kreucht und fleucht, auch wirklich in den Griff bekommen. Das Zweite ist, dass körperliche Aktivität an der frischen Luft der einzige Motor ist, um dementsprechend das Immunsystem zu aktivieren. Von der ersten Sekunde an der körperlichen Aktivität ist das Immunsystem nämlich schon aktiv. Es wird besser in zwei Faktoren. Ich bekomme mehr Killerzellen, also mehr aktive Zellen. Die Quantität optimiert sich und zum Zweiten verbessert sich die Qualität des Immunsystems dadurch, indem ich bessere Einsatzkommandos bekomme. Mache ich nichts, verändert sich das Immunsystem zum Negativen. Ich habe weniger Zellen, weniger spezielle Einsatzkommandos und vor allen Dingen ist die Synthese, der Aufbau des Immunsystems dadurch quasi negativ, weil der Stoffwechsel zum Immunsystem einfach nicht ausreichend aktiviert wird. Ich baue nicht auf, restauriere und repariere mein Immunsystem nicht dadurch, indem ich auf der Couch sitzen bleibe. Das heißt, ich schädige mein Immunsystem mehr, je weniger ich tue. Und wie kann man das jetzt nochmal jemandem in kurzen Worten? Ja, ich weiß. Ich wusste ja die kurzen Worte, das ist mir schon klar. Du hast es selber in der Hand, nur was genutzt wird, entwickelt sich, was ungenutzt wird, das verkümmert. Das gilt auch für dein Immunsystem. Deine Abwehr kannst du selber trainieren, musst du auch selber trainieren. Kannst du nicht kaufen, musst du selber machen. Super, ich denke, das ist ein guter Satz, den ich dann sagen kann. Also vielen, vielen Dank an Katrin, Johannes und Anne für die Fragen. Und ich würde mit Ihnen jetzt einmal noch gern kurz in die drei kurze Fragen gehen, ja. Und dann sind wir auch schon am Ende. Und zwar die erste kurze Frage, welches ist das Buch, was Sie am meisten bis jetzt verschenkt haben? Also ich würde sagen, ich verschenke viele Bücher, aber das, was ich am meisten verschenkt habe in den letzten Jahren, ist der eigensinnige Mensch von Hartmut Mills. Der eigensinnige Mensch, warum? Weil dort sehr schön beschrieben wird, wie wichtig es ist, die Sinne des Menschen mehr zu betrachten, dass die sich nicht in Algorithmen und in digitalisierten Prozessen abbilden lassen, aktuell wenigstens noch nicht, und dass bestimmte Dinge wie das Bauchgefühl, das Schneegefühl, das Vertrauen, die Liebe, das Glück, die Emotionen sich in der Regel nur dadurch prägen, indem man sinnliche Erfahrungen zulässt. Das hat Hartmut Mills in wunderbarer neurophysiologischer Forschung beschrieben. Ein tolles Buch, was ich aktuell immer noch verschenke und ich glaube, davon habe ich es am meisten getan. Super, danke. Dann die Frage, wenn Sie sich überwältigt fühlen, nicht konzentrieren können, den Fokus verlieren, gibt es etwas, was Sie aktiv in dem Moment machen, um wieder
in den anderen Modus zu kommen? Ja, für mich ist es immer körperliche Aktivität. Ich habe das sehr oft so, dass ich mich gerade beim Buchschreiben verliere in bestimmten Dingen, dass ich die Konzentration verliere, auch nicht nur müde bin, sondern mich wirklich verliere in Gedanken und in Sorgen, manchmal auch in Ängsten auch, muss man auch sagen, dann verstricke und dann gibt's nur eins, ja, raus, weg vom Schreibtisch, Schuhe an, dann laufe ich eine Stunde und die dunklen Wolken kann ich nicht mehr lange festhalten, es kommen neue Gedanken, es kommen kreative Phasen, ich werde durchgepustet, kann die Dinge wegatmen, die mich gestört haben, kann eben offen sein für neue Sachen. Und dementsprechend ist das für mich die beste und einzige Strategie. Eine Stunde durchs Gebüsch gerannt und schon bin ich wieder kreativ und konzentriert. Und die letzte Frage. Was ist eines der besten Investments, das Sie getätigt haben, also je getätigt haben? Das kann Zeit, Geld, Energie gewesen sein. Also was war das Beste, was Sie gemacht haben, um, ich sag mal, Ihr Leben zu bereichern? Also es gibt einige emotionale Momente, die ich gehabt habe. Und die prägen mein Leben natürlich. Ich bin ja schon was länger unterwegs, schon sehr. Es gibt also einige Erfahrungen. Natürlich erstmal, dass ich meiner Frau die erste Kohle ausgegeben habe. Das war meine beste Investition. Das war 1978. Und ich glaube, das war eine der besten Investitionen, die ich getätigt habe. Damals 80 Pfennig für diese Cola, die hat sich schon dicker ausgezahlt. Wir sind ja seit über 40 Jahren verheiratet. Ja. Und ich glaube, das war meine beste Investition. Für mich eine persönliche, herausragende Investition. Ich habe eine uralte Vespa. Ja, die ist Baujahr 66. Und mit der fahre ich sehr gerne durch die Gegend. Und mit der habe ich großen Spaß, große Freude, weil sie mir mit einem langsamen Tempo unheimlich viele Glücksgefühle beschert. Allein das Geräusch dieser Vespa und dementsprechend auch viele staunende Menschen am Straßenrand zu sehen. Aber das Gefühl, frei zu sein wie ein Vogel, überall hinzufahren, das ist für mich ein echtes Glücksgefühl, was ich insbesondere natürlich in den Sommermonaten extremst genieße. Und das habe ich mir geleistet. Das ist so, also ich glaube, mein Luxus, den ich habe, eine 66er froschgrüne Vespa, die mein Leben wirklich Tag ein und Tag aus beglückt. Leider jetzt in den kalten Tagen etwas weniger, aber ansonsten ist das immer ein Glücksmoment, wenn ich auf diesem ausgefransten alten Sky-Ledersitze, das ist echt schön und alles noch selber qualmen und stinken höre, das ist echt nett. Super. Ja, und noch eins vielleicht. Gerne, das klar. Das Dritte ist, wo ich wirklich auch sehr viel Emotionalität oder meine Investition war eine körperliche Investition. Und zwar habe ich lange Wanderungen gemacht in den Alpen. Und die haben mir einfach Zeit für mich selbst gegeben. War mit meiner Frau unterwegs, aber trotz allem sind wir dann auch schon mal alleine unterwegs, obgleich wir zu zweit sind, was wir uns auch zugestehen. Und das sind eben Momente, die sehr anstrengend sind, aber die durch das gemeinsame Bewältigen von großen Hindernissen, von Bergen, von Ereignissen, die einen auch schon mal ein bisschen einen Grenzgang zwingend notwendig machen, bin ich hier sicher, bin ich hier unsicher, hilft mir, unterstützt mich. Also das sind in den Alpen Wanderungen zu erleben, gemeinsam mit seiner Partnerin, das ist eine Investition, die körperliche Kraft kostet, die Zeit gekostet hat, die mir aber so viel gegeben hat, dass ich, da ist jede Sekunde gewährt gewesen, die ich dort verbracht, gelebt und genossen habe. Sehr, sehr schön. Ich liebe die Berge, sage ich als Norddeutscher. Ich auch. Wenn man mit Ihnen Kontakt aufnehmen möchte, vielleicht etwas fragen möchte, sich mit Ihnen verbinden möchte. Wie kann man das machen? Was sind die besten Kanäle? Ja, also Sie können sich dann natürlich vorstellen, dass ich natürlich schon mal sehr nachgefragt bin und ich gebe natürlich viele Kanäle auch nicht, die meine Freunde haben. Aber ansonsten würde ich sagen, am besten auf Facebook mir schreiben. Ich habe ein Team, welches die Fragen beantwortet. Und dementsprechend dann ist das der einfachste, beste Weg, mit mir in Kontakt zu treten. Also mein Team und ich,
Wir werden dann die Fragen auf jeden Fall beantworten. Das kann ich bestätigen, denn genau so habe ich es auch getan. Und das hat ja, wunderbar geklappt. Okay, sehr die, schön. Die Abschlussfrage. Vielleicht ein bisschen philosophischer Natur. Kennen Sie das Buch Big Five for Life? Nein. Okay, das ist ein Buch von John Strzelecki. Und da gibt es diese, am Anfang die Museumstag-Metapher. Und das ist eine Metapher, letztendlich die Vorstellung, dass ein Museumstag ein Bild ist in dem Museum seines Lebens. Das heißt, wenn man irgendwann gestorben ist und man hinterlässt quasi ein Museum mit Bildern, die das Leben beschreiben, und die Leute gehen dann durch dieses Museum und lernen einen quasi über jedes Bild kennen. Also, dass ein Bild immer einen besonderen Moment in dem Leben darstellt und auch den Charakter zeigt. Was wäre für Sie ein Museumstag oder was ist ein Museumstag, den Sie erlebt haben? Ich zeige Ihnen mal eben was anderes dabei. Gehe mal eben hier mit in mein Büro. Ich gehe mal eben ein paar Meter. Ja. Für die auf YouTube Tür. Sehen das jetzt auch. Ja. Ah. Sehen Sie, das ist das Bild meines Lebens bisher. Ja, das bin ich. Ja, ja. Und das sind viele Schritte, die mir gezeichnet worden sind. Also welche Abschnitte, welche Städte, welche Gemeinden, welche sportlichen Aktivitäten, welche Kontakte, welche Institutionen. Ich habe es also quasi bei mir schon. Es wird noch fortgeschrieben. Das sind übrigens meine Wellensittiche, die wir damals hatten. Und das sind also so bestimmte Prozesse. Und das, ich schaue da immer drauf, nicht weil ich jetzt schon einen Rückblick mache auf mein Leben, aber so sieht man das möglicherweise, dass bestimmte Stationen im Leben natürlich viel ausmachen und die einen prägen. Und das sind, je älter man wird natürlich, umso mehr sind es auch. Und bei mir sind es natürlich schon eine ganze Menge. Aber sie erinnern mich auch immer wieder, und das ist auch das Schöne daran, dass all das, was ich heute tue, könnte ich nicht tun, wenn ich das nicht alles erlebt hätte, was ich erlebt habe. Die ganzen Erfahrungen, die ganzen Kenntnisse, die ganzen Emotionen und so weiter und so fort. Und insofern ist das ein Bild, was mich immer wieder jetzt zurückführt oder wieder erinnert, ach, war damals, weißt du noch, und so. Das muss ich vielen Menschen eben auch, die hier in mein Büro kommen, auch immer erzählen. Das hat man mir damals zu einem runden Geburtstag geschenkt und hat gesagt, okay, hier, hör mal, und ich hoffe, dass das dann zu meinem Ausschluss nochmal fortgesetzt wird, wie so eine kleine Story meines Lebens in Bildern. Ja, sehr schön ist das. Ja, das passt natürlich unglaublich gut zur Frage. Da habe ich jetzt nicht genau mehr gerechnet, aber das ist eine sehr, sehr schöne Antwort. Okay. Genau. Ich danke Ihnen vielmals. Das war unglaublich schön und inspirierend und spannend. Und das Buch ist auch sehr, sehr gut. Ich habe leider die anderen noch nicht gelesen, aber ich denke, ich werde es nachholen. Und vielleicht noch mal eins genau zu Ihrem Thema. Ich habe ein Buch geschrieben zur Pause. Das Buch heißt Power durch Pause. Und ich glaube, dass wir gerade allen Menschen da draußen sagen müssen, du verlierst nichts durch Pausen. Pausen ist extremst wichtig. Und ohne Pausen wirst du dein Leben niemals wirklich langfristig erreichen. Und wenn ich dich heute fragen würde, wie lange kannst du die Tätigkeit, die du heute noch machst, überhaupt noch tun? Ja, dann kommen viele Menschen ins Grübeln und sagen 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre. Und wenn man sich überlegt, man muss das noch 40 Jahre schaffen. Wie soll das denn gehen ohne Pause? Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben. Power durch Pause. Es ist wirklich ein sehr schönes Buch deswegen, weil es den Finger nochmal in die Wunde legt. Warum ist das so wichtig? Wie mache ich das? Welche Grundbausteine sind eigentlich dafür da? Und das ist auch wirklich etwas, was ich all Ihren Zuhörern ans Herz legen möchte. Schaut da mal rein, weil das passt genau zu Muße. Ohne Pause keine Muße. Das kann nicht funktionieren. Denn das hängt fast miteinander zusammen. Pause heißt aber für mich nichts tun. Sondern Pause heißt, Schwerpunkte zu setzen, gedankliche Schwerpunkte zu setzen, die mir selber etwas geben, wo ich nicht nur geben muss, sondern wo ich etwas bekomme. Und das ist das Entscheidende dabei. Tolle, tolle Endnachricht. Vielen, vielen Dank dafür. Okay, vielen, vielen Dank auch an die Hörer und Hörerinnen. Und ich bin wirklich sehr dankbar dafür, für dieses Interview. Und wünsche Ihnen einen tollen Tag. Ich wünsche den Hörerinnen und Hörern einen tollen Tag. Ich werde jetzt auch gleich laufen gehen. Sehr schön. Sie haben mich jetzt ein bisschen inspiriert und ich liebe auch laufen und jetzt habe ich Lust. Also. Dann habe ich Ziel erreicht. Einen tollen Tag Ihnen allen. Bis bald. Danke. Tschüss.